Es war sehr schwierig. Die guten Kameraleute, die besten, waren alle in festen Verträgen bei der UFA oder Tobis oder Terra. Und ich konnte nur auf einige meiner Schüler sozusagen zurückblicken, die bei mir gelernt haben oder mit denen ich Filme gemacht habe, die aber zum Teil wie der Gutzi Landschner noch wenig Übung hatten. Und damit die in Form kommen, habe ich fast ein Jahr lang vorher mit denen trainiert, indem wir zu vielen Leichtathletikkämpfen gegangen sind und mit Handkameras gedreht haben, das heißt meistens ohne Film, nur um, dass sie Übung bekommen, schnell mitzugehen. Ja? Und bei diesem Training, bei diesen Beobachtungen der Sportart, ist mir eigentlich auch eine der Hauptideen des Films gekommen, dass ich sie nicht einfach so abfilme, wie man das so heute in Wochenschauen sieht, sondern dass ich immer versuche, von jeder Sportart das Wesentlichste zu sehen und zu erkennen. Was ist eigentlich der Kernpunkt des Radrennens? Was ist der Kernpunkt beim Reiten? Was ist der Kernpunkt beim Hochsprung? Zum Beispiel, um den Hochsprung zur Wirkung zu bringen, wo ja auch ein normalerweise langweilig ist, ein Sprung, zweiter Sprung, dritter Sprung, ja, ist mir was eingefallen. Ich habe, das können Sie nachträglich jetzt feststellen, die ersten Sprünge, die Sie machen, normal gedreht. Die zweiten Sprünge, ich konnte ja nicht alle bringen, von jedem höchstens 3, 4 Sprünge, ja. Beim zweiten habe ich die Bilder von 24 auf 32 genommen. Beim dritten Mal bin ich auf 48 gegangen. Beim vierten Mal, bei den Siegers, bei dem Besten, habe ich richtige Zeitlupe gemacht. So hat sich jedes Mal der Sprung optisch gesteigert. Und dadurch war er nicht langweilig. Und dieses System habe ich bei vielen, habe ich auch beim Stabhochsprung so gemacht, beim Dreisprung, beim Weitsprung. Ich habe immer gesteigert. Und ganz besonders stark habe ich das gemacht beim Wasser, beim Springen vom Brett, nicht? Beim Turmspringen, ganz ja. Genau. Und das habe ich deshalb noch steigern können, weil ich da die ersten, die Frauen, das Frauenspringen noch einen Kommentar gebracht habe, ganz kurz die Namen, weil aber der Höhepunkt und das besonders Auffällige des Turmspringens bei den Männern war, habe ich da verzichtet auf die Namennennung und habe da mit Zeitlupe in verschiedenen Tempis gearbeitet, um so wie einen Tanz das zu bringen. Denn das Besondere ist ja, dass der Zuschauer erlebt, wie wunderbar es aussieht, wenn die von 10 Metern da sich rumrollen, ins Wasser springen. Und das war ziemlich schwierig, weil wir da zum ersten Mal eine Unterwasserkamera uns bauen mussten. Das war wiederum ein Werk vom Erte. Der hatte den Einfall und er hat die auch gebaut, die Kamera. Und es wurden damals zum ersten Mal Unterwasseraufnahmen gemacht. Und stellen Sie sich das vor, also für jeden Kameramann ist das außerordentlich interessant, was der damals fertiggebracht hat, der Erte. Der saß, da gibt es Werkaufnahmen, im Wasser, am Becken. Der oben war der 10 Meter stand auf der Gutzi Landschner mit einer Leiter, um es von oben zu bekommen. Und von der Seite war ein, das waren also 3 Kameraleute postiert. Und dann hat der Erte, wenn der gesprungen ist, hochgehalten, ist mit dem mit, ist runter. Und beim Runtergehen hat er Zeit verändert und Tempi verändert. Mit ihm mit, unten wieder hoch und wieder Zeit und Tempi verändert. Das alles gemacht. Und das musste natürlich trainiert werden.